noch einmal schlafen, dann ist DEL-Zeit in Bremerhaven, dann kommen die Grizzlies aus Wolfsburg. Haben denn die Pinguins, lieber Alfred, schon ihre Hausaufgaben gemacht? Seid ihr bereit? Wir sind bereit, also wir können jetzt, sagen wir mal, in 10 Minuten aufs Eis gehen und könnten das Spiel launchen. Wir brennen alle und wir sind absolut bereit. Aber es ist im Umfeld schon mehr Arbeit angefallen als vor einem normalen Saisonstart in der DEL 2, oder? Ja klar, weil jetzt, ich sag mal, auch durch diesen ganzen Fernsehaufwand sind natürlich viele Dinge auf uns zugekommen, mit denen wir vorher noch nie konfrontiert worden sind, auch in diesem Umfang. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Routine, wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann ist das alles so, wie es vorher war. Die größte Angst, wie lautet die? Die größte Angst ist, dass wir morgens vielleicht unsere Fans enttäuschen könnten. Aber ich glaube nicht, ich bin wirklich fest davon überzeugt. Die Mannschaft ist hochmotiviert. Es ist morgen ein historischer Tag fürs Bremerhavener Eishockey. Es ist wirklich ein historischer Tag. Wir stoßen morgen die Tür auf zu einer neuen Eishockey-Epoche hier in der Seestadt. Und ich hoffe, dass Mannschaft, Fans morgen eine Einheit bilden und den Wolfsburgern die Stirn zeigen werden. Wenn wir mal über Wolfsburg hinausblicken, die Angst davor vielleicht, dass es eine Niederlagenserie gibt und vielleicht die Leute im Umfeld, die Zuschauer, etwas unruhig werden? Nein, glaube ich nicht, weil ich muss immer wieder sagen, wir haben so ein fachkundiges Publikum. Die Leute können ganz genau abschätzen, was hier im Endeffekt in der Gesamtheit abläuft, mit wem wir uns messen. Und ich glaube immer noch, und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir ehrliches Eishockey bieten, wenn die Mannschaft in jedem Spiel alles gibt und die Zuschauer spüren das, dann wird jeder zufrieden nach Hause gehen, egal wie das Ergebnis lautet.